Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal zu Airport CEO. Ja, und zwar wollten wir hier mal noch schauen. Wir haben hier in der letzten Folge ja noch dieses Terminal noch eröffnet. Da sind mittlerweile auch alle Stands in Betrieb. Ja, die Hausmeister fehlen, glaube ich, hier noch ziemlich, was das angeht. Haben wir hier noch irgendwo was im Bau? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich könnten wir die nach Hause schicken. Bis auf 20. Gut, ich glaube, wir haben ja auch das Gepäcksystem mittlerweile am Start. Das müsste hier unten eigentlich derweil eingerichtet sein. Die sind auch geöffnet, aber das Paketsystem ist auch noch nicht aktiv. Oh, da haben wir aber viele Leute hier mittlerweile. Ja, da stehen sie ein bisschen an. Ich denke, wir müssten hier wahrscheinlich das noch ausbauen. Ganz wenig. Daher nehme ich hier mal die Wand. So, hier mal das Terminal ein bisschen erweitern. Derweil. Ja, dann würde ich sagen. Ah ja, wegen dem Hausmeister wollte ich eigentlich sehen. Gut, das sieht ja eigentlich alles relativ gemächlich aus. Was das hier anbelangt, Enteisungsfahrzeug haben wir alle im Einsatz. Fehlt also auch keiner. Das Paketsystem könnte man, glaube ich, aktivieren mittlerweile. Das aktivieren wir jetzt mal, dann schauen wir mal, was da passiert. Will ich mal vorschlagen. Da bei den Ausgängen machen wir mal noch andere Böden rein. Vielleicht so den roten Teppich. Können wir die nämlich auch ein bisschen unterscheiden. Oben auch noch. So. Gut, die haben hier einen Aufgang hier hinten. Da könnte man noch weitere Sitzgelegenheiten schaffen. Und hier vor allem noch eine Mauer reinziehen. Und hier sogar noch Pflanzen machen. Die hier. Da können wir dann noch Shops reinsetzen, so wie hier oben. Die sind ja, glaube ich, eh noch in Betrieb. Oh, der Mitarbeiterraum ist hier auch schon relativ voll. Ich glaube, da müssen wir hier drüben noch einen Mitarbeiterraum schaffen. Beziehungsweise da können wir noch die Wände das hier abgrenzen. Auch hier und hier. Gut. Eigentlich könnte man hier das so machen, dass die hier runter müssen. Wo die hier hinten hochlatschen müssen. Machen wir nämlich hier komplett eine Trennung rein. Plus hier noch Grünzeug. Dann latschen die nämlich hier nicht jedes Mal hier hinten rum.
Weil die Idee ist, dass die hier eigentlich nach oben gehen, dann hier oben hin. Da könnte man die Wände auch noch rumherum ziehen. Würde noch Sinn machen, sie ein bisschen abzugrenzen. Gut. Eigentlich möchte ich jetzt mal sehen, ob hier irgendwo... Was ist denn hier schon wieder? Gepäck? Verladestation nicht verbunden. Ja, das ist auch der Sinn der Sache. Die sollen auch nicht verbunden sein. Gut, wobei die müssten wir wahrscheinlich auch noch irgendwie anschließen. Denke ich mal. Denke, das könnten wir wahrscheinlich hier oben irgendwie unter die Landebahn unterirdisch hinbauen. Irgendwo so hier in dem Bereich. Würde das wahrscheinlich noch Sinn machen. Dann machen wir das als separates Gepäcksystem. Wobei, ich muss aufpassen, weil das Ganze ist ja hier mit verbunden, so quasi. Hier unten. Ja, da kommen schon recht viele Pakete. Gut, wir müssen hier einfach eine Klippschale reinsetzen, damit das funktioniert. Kann man jedoch machen. Da würde ja eigentlich gar nichts im Weg stehen. Hi, Servicepersonal fehlt uns, glaube ich, hier. Haustechnik, die haben zwei Jobs und kriegen das nicht auf die Reihe. Irgendwie. Hausmeister, einer mangelt es. Gut, ja, wir stellen hier einfach noch ein paar Mitarbeiter ein von den Hausmeistern. Und natürlich Haustechniker. So. Ja, weil wir können ja hier unten immer noch weitere Gepäckausgaben hinsetzen. Sollten wir sogar noch hinkommen. Ja, sollte eigentlich gehen. Würde hier es aber Sinn machen. Dass wir die vielleicht sogar hier unten hinsetzen. Hier hin, da können wir hier nämlich runter, da rein und dann hier hin. Die Gepäcksortierung. Das funktioniert anscheinend relativ gut hier. Ja, der Raum ist fast zu klein für die Ramp Agents. Der steht schon immer noch hier. Okay. Ja, dann muss ich kurz schauen, wie viel Platz ich hier benötigt habe. 10x6. Sollte da eigentlich ausreichend sein. Ich denke wirklich, wir können das hier unten rein machen. Schauen wie viel. Ah, 13 mal 9 würde das jetzt geben. Ja, dann kriegen wir hier wahrscheinlich sogar den Sicherheitsraum hin. Wir den genug groß machen. Könnten wir, ja gut, ich komme hier ja nicht raus. So gesehen. Werden wir hier aber noch einen zweiten Abgang benötigen. Mit
der Sicherheitszone. Gut, wir müssen das Ganze erstmal planen hier. Auch da haben wir noch Mitarbeiterzone, die wir wegnehmen müssen. So. Ja, ich glaube, die Hausmeister sind auch gut überlastet hier. Ich würde zuerst mal diesen Check, diesen Service Point. Da müssen wir noch ein weiterer Security haben, weil das ist alles ein bisschen zu eng sonst. Ich wundere, ob hier die Gepäckstücke, die kommen an. Sehr schön. Ja. Apropos gefixt, hier stehen sie nämlich schon wieder auf den Dings drauf. Sehr toll. Wir blockieren hier alles. Also da müssen wir kurz eingreifen. Hier bitte nicht draufstehen. Dann funktioniert es mit den Koffern nämlich auch. Da haben wir relativ viel. Aber da müssen wir dann noch weitere hinbauen. Ja, Check-ins haben wir hier, glaube ich, genug. Sind sie wahrscheinlich hier drüben mal die Wände am Bauen? Ja, hier hinten sind sie dran. Wie sieht das aus? Ja, wir haben nicht wirklich Verspätungen. So, der Sinn der Sache von diesem Terminal ist ja ganz einfach, dass wir hier drüben vielleicht die großen Stands noch hinsetzen können. Da müsste man sich auch mal noch überlegen, ob wir den noch ausbauen wollen. Und vor allem können wir hier mal was mit Scheiben machen, beziehungsweise hier bei der Brücke. Die das vielleicht auch noch Sinn machen, dass wir hier mal so Fenster reinsetzen. Dass sie hier da vielleicht ein bisschen nach unten schauen können. Bringt uns wahrscheinlich nichts, aber ja, sieht dann einfach ein bisschen schöner aus, wenn wir das haben. Einmal das Technikpersonal, wo bleibt denn das? Ey? Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir brauchen hier schon wahrscheinlich dann bald mal eine nächste Gepäckabforderung. Bei der Gepäckscannung. Da wollten wir, glaube ich, noch den nächsten Ding reinsetzen. Schauen, ob wir den überhaupt schon haben. Doch hier haben wir den. Mittlerweile. Den können wir nämlich da reinsetzen. Das heißt, wir werden das jetzt einfach kurz entfernen. Was haben die denn hier alles?
Inhalt unbekannt. Gut, ich würde hier eigentlich noch eine zweite Scanstation eventuell bauen oder so. Wobei, es bringt eigentlich nichts, weil wir müssen das hier oben machen. Ich glaube, die kommen noch gut zu Gange. Jedes Gepäck ist hier noch nicht da. Okay, der rollt jetzt. Der hat noch das Gepäck gar nicht bekommen. Ist eigentlich komisch. Ansonsten ist überall das Gepäck pünktlich angekommen. Ah, die haben hier einen riesigen Stau verursacht. Ey. Wir haben durch die Einbahnstraßenmarkierung. Machen wir das doch so. Ja gut, hier können wir es eigentlich offen lassen. Und die machen das Ganze schon. Wie sieht es denn hier drüben aus? Da ist noch nichts gebaut. Da können wir übrigens die Wände, können wir hier schon mal... Nein, wir lassen das noch. Wobei, wir können hier die Wand schon mal hier wegnehmen. Da drüben werden wir schauen, wie wir es machen. Müssen wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen weiter rüber bauen. Ich müsste hier mal gucken, wenn wir das mit zwei von hier her. Hinten anschließen. Und hier eine Treppe reinsetzen. Wo wir hier oben rauskommen. Das wäre da oben. Gut, das war jetzt glaube ich schon etwas zu weit. Mit diesem. Sie hier hinsetzen. Würde das wahrscheinlich schon eher funktionieren. Ja, hier würde es eigentlich passen. Wenn wir das so machen, dann können wir hier die Zone noch ein bisschen erweitern. Also die mal so erweitern, dass der in der Sicherheitszone drin ist. Jetzt machen wir hier mal nur Arbeiter, dass die außen rumlatschen. Da habe ich gesagt, die Sicherheit, den hier, müsste hier rein. Ja, die stehen hier wie blöd an. Sehe ich gerade. Ja, eine Einkaufsmöglichkeit. Ja, das WC hast du ja. Da unten brauchen wir, glaube ich, mal noch einen Laden oder so.
für die wartenden Personen. Die latschen hier unten immer noch lang. Gut, wie sieht das hier aus? Das hat anscheinend funktioniert, dass der Stau hier entwirrt wird. Da würde ich fast noch einen solchen Grünstreifen hinsetzen. Da denkst du, geht nicht mal. Aha, hier ist glaube ich der Laden dicht. Neuer Vertrag. Jetzt müssten sie eigentlich relativ viel bauen. Von dem her können wir eigentlich schon wieder alle Mitarbeiter hier ranholen. Dass es wieder viel zu bauen gibt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder sogar einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei, wenn wir dann ja, die nächste Paketstation bauen im zweiten Untergeschoss und das Ganze verbinden für die kleinen Stände.